Politik ist gefordert. Vor kurzem hat Julius Eberhardt die Kopal-Kaserne gekauft und möchte das Areal entwickeln. Küffer exklusiv. Noch nie gezeigte Werke sind in der Galerie Renz in Wilhelmsburg-Kreisbach zu sehen. Großes Interesse. Springreiter aus mehreren Bundesländern werden in St. Pölten hart beim Finalspringen erwartet. Der Ladenhüter ist verkauft oder anders formuliert, das Warten hat sich bezahlt gemacht. Der St. Pölten-Architekt und Ex-Baumeister Julius Eberhardt hat die ursprünglich 17,8 Millionen teure Liegenschaft nun um 12,9 Millionen erworben. Von drei Bietern legte Eberhardt das beste Angebot vor und möchte dieses 33,6 Hektar große Areal entwickeln. Doch dafür ist es notwendig, dass sich die Politik bewegt. Weil man jetzt nicht auch sich insofern etwas befreien kann von Gedanken, was man alles da noch vorschreiben kann und was man da alles noch berücksichtigen kann, dann kommt nichts raus. St. Pöltens Bürgermeister Stadler sieht nun eine große Chance für die Stadt. Alles, was im Rahmen der Gesetze möglich ist und städtebaulich dienlich, das wird die Stadt unterstützen. Aber wir werden die Chance, dass wir auch mit einer Umwidmung aktiv mitbestimmen können bei diesem Bauplatz, nicht frühzeitig aus der Hand geben. Bis wann werden sich nun die Tore für eine neue Widmung öffnen? Sie werden kaum ein Areal finden irgendwo, das auf einen Monat genau sagen können, wann da was genehmigt wird. Das finden Sie nicht mehr. Das war früher leichter als jetzt. Also das ist natürlich besonders schwierig, weil natürlich alles konträr ist. Weil das Land schwarz und die Stadt rot regiert wird. Bestehende Gesetze müsste das Land ändern. Über die Zonenverordnung braucht man nur reden, wenn man an Handel denkt. Da gibt es genaue Richtlinien und Gesetze, die einzuhalten sind, die zurzeit gelten und auch, so wie es aussieht, bis auf Weiteres gelten werden. Eberhardt hat es nicht eilig, doch in seiner Pressekonferenz macht er deutlich, dass er sich nicht vorstellen kann, dass sich die Politiker hier nicht bewegen werden. Was am ehemaligen Areal der Kopal-Kaserne entstehen soll, sagt er auch nicht. Nur so viel, es muss ein Projekt sein, das von St. Pölten aus eine internationale Ausstrahlung ausgeht. Er habe schon oft Projekte begonnen, ohne vorher zu wissen, was daraus wird. Das Mostviertel, die bucklige Welt und das Waldviertel sind die Domänen der heimischen Wildtierhaltung. Seit der Gründung des Verbandes der niederösterreichischen Wildtierhalter vor 25 Jahren hat sich die Zahl der Betriebe vervielfacht. Der Verband hat 1986 mit 70 Betrieben begonnen. Heute zählt man 200 Mitglieder. Im Laufe der letzten Jahrzehnte hat sich im Agrarbereich viel verändert, vor allem auch im Hinblick auf die Vermarktung. Die Wildhaltung wird ja ca. aus 95% in der Direktvermarktung veredelt oder an den Mann oder an die Dame gebraucht. Es gibt ja ganz wenige, die einen Partner haben. Das war natürlich eine große Herausforderung, nämlich nur höchste Qualität zu erzeugen, weil in der Direktvermarktung den Kunden gegenüber gibt es eine beste Qualität, dazwischen gibt es nichts. 2005 wurde die Wildtierhaltung einheitlich geregelt. Österreich zählt heute nach Deutschland zu den größten Wildtierhaltern Europas. Die Wildtierhaltung hat aber auch einen anderen ökologischen Vorteil. Wenn Sie durch die Landschaft fahren, dann ist diese Art der Landwirtschaft, diese Form der Tierhaltung, etwas, wo wir Flächen bewirtschaften können, die sonst sehr schwer zu bewirtschaften sind. Also die Wildtierhaltung ist etwas, wo wir auf Flächen Tiere halten können, wo es sonst nicht mehr so leicht wäre. Wildtierhalter wie der Langtalerhof in Pömmling bei Immersdorf setzen auf die Qualität des Fleischs. Wild gilt im Vergleich zu manch anderen Fleischsorten als hochwertig und reich an Mineralien und Nährstoffen. Im Innenhof des St. Pöltener Stadtmuseums hatte die SPÖ zum Sommerausklang geladen. Gemeinsam mit der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter wurde das traditionelle Fest für Freunde ausgerufen. Ein Anlass, um zu tratschen, auch über politische Mitbewerber. Das bleibt sicherlich nicht aus, denn es geht hier nicht nur um Geschäfte, es geht auch um Unterhaltung. Und zur Unterhaltung gehört auch natürlich, dass Dinge ausgetauscht werden, dass auch getratscht wird, das passiert durchaus.
Also ein legerer Anlass, um vor den wichtigen Terminen im Herbst noch einmal durchzuschnaufen. Wir haben ohnehin sehr ernste Anlässe. Es gibt Sitzungen, es gibt diverse Gespräche, es gibt Probleme, die man zu lösen hat. Und eigentlich im geselligen Rahmen kommen wir bei Weitem nicht so oft zusammen. Darum sind das für uns sozusagen jährliche Highlights, wo es darum geht, in gemütlichen Ambiente, hoffentlich ohne Regen, es schaut ja nicht recht gut aus, zusammenzukommen und ein paar Stunden zu feiern. Geregnet hat es zumindest bei der Eröffnung noch nicht. 300 Gäste waren gekommen, darunter aktive und pensionierte Funktionäre und Amtsträger der SPÖ. Wenn du die Gesinnung hast, der Sozialdemokratie, dass du sagst, wir sind für die Menschen da, wir wollen was bewegen für die Menschen, dann hast du das oder hast du das nicht. Und ich glaube, das ist ein bleibender Wert. Bleibende Werte und ideologische Grundsätze, die waren auch Gesprächsinhalt beim Fest der Freunde der SPÖ Niederösterreich. Getratscht und gefeiert wurde bis in die Abendstunden. Am 3. Juli hat St. Pölten einen neuen Gemeinderat gewählt. Das erste Zusammentreffen im Gemeinderat hat bereits am 1. August bei der konstituierenden Sitzung stattgefunden. Wir haben bei den St. Pöltnerinnen und St. Pöltnern nachgefragt, was sie sich vom neu gewählten Gemeinderat erwarten. Dass die Arbeit wie bisher weiter geschieht. Es war eine sehr gute Arbeit von Herrn Bürgermeister, muss ich sagen. Ich bin voll zufrieden. Viele Geschäfte sind hier leer. Da muss man sehen, dass wieder mehr Leben in die Innenstadt kommt. Eigentlich gar nichts, weil ich nicht gewählt habe, weil ich keine Zeit gehabt habe und mich auch nicht dafür interessiert, ob ich jetzt seit kurzem da wohne. Ja, die Gastronomie vielleicht, das fällt mir jetzt ganz spontan ein. Weil die St. Pöltner tendieren eher nach auswärts. Am Wochenende ist in St. Pölten eigentlich sehr wenig los. Was mich sehr stört, das ist teilweise das Verkehrsaufkommen. Ich weiß, es ist schwierig. Aber auf geraden Straßen ist genauso ein 50er im Stadtgebiet und der ist es leider bei manchen nicht, die fahren das Doppelte. Ich halte eigentlich nicht viel von Stadtrat oder so, ich bin selber nicht wählen gegangen, weil die Politiker in meinen Augen sind alle, sie sollen mehr auf die Familien schauen. Ja, ich erwarte mir eine dynamische Arbeit für St. Pölten. Schaffung eines Verkehrskonzeptes. Vielleicht Parkplätze am Domplatz lassen, dass man mit dem Auto reinfahren kann, weil wenigstens nützen Tiefgaragen. Ansonsten bleibt alles bei Leuten. Die sind in einem Schema drin und da ändert sich nichts. Schlichtweg bin ich ja gut zufrieden, St. Pöltnerin. Ja. Und Verbesserungen sind alle mit Geld verbunden und ob das vorhanden ist, das ist fraglich. Neben einem funktionierenden Parksystem und einem guten Verkehrskonzept wünschen sich die Bürger auch eine sinnvolle Verwertung des ehemaligen Kopal-Kasernenareals. Der Fixpunkt für alle Läufer am 9. Oktober in der St. Pöltener Innenstadt, der NV Citylauf. Start ist um 10 Uhr mit dem P3TV Knirpselauf. Der Höhepunkt ist der Hauptlauf um 11.55 Uhr über 6.350 Meter durch die Landeshauptstadt. Ob jung oder alt, alle können beim Citylauf St. Pölten mitmachen. Nähere Infos und Anmeldung unter www.ustp-la.net. Kabel Complete. Das Paket mit TV, Internet und Telefon gibt's jetzt 6 Monate gratis, inklusive Anschluss. Kabelsignal. Ich stehe auf die Leitung. Jetzt wird's zünftig. Erleben Sie echte Wiesnstimmung und eine Riesengaudi beim 6. Oktoberfest in Traisen. 4 Tage lang Musik und volles Programm. Von 15. bis 18. September gibt es in der Stockschützenhalle das Paulaner Oktoberfestbier, Grillhändel und Weißwürst. Mit dabei Marc Pircher, Oliver Heid, die Strizis und die Zellbergburm. Außerdem Motocross-Weitsprung im Freigelände, Fußball-Hobbyturnier und Misswahl. Das schönste Dirndl gewinnt. Die
Jugendmesse der AKNÖ bietet Schulabgängern Unterstützung beim Start ins Berufsleben. Von 26. bis 29. September wird diese Messe im VAZ St. Pölten abgehalten. Auch heuer gibt es einen Infotag für Eltern. Am 24. September haben Eltern die Möglichkeit, sich von 10 bis 16 Uhr bei Fachvorträgen über Aus- und Weiterbildung, Lehre und Gesundheit am Arbeitsplatz zu informieren. Weitere Infos unter www.noe.arbeiterkammer.at. Als nächstes folgen die B3TV-Kurzmeldungen. Überflutungsschutz. Die Stadtgemeinde Neulenkbach hat für den Ortsteil Markersdorf-Siedlung den Plan für den Überflutungsschutz zur wasserrechtlichen Bewilligung eingereicht. Die Verantwortlichen hoffen, mit dem Bau im kommenden Jahr beginnen zu können. Unterwegs. Das Ballett St. Pölten ist in der kommenden Saison wieder in den niederösterreichischen Schulen unterwegs und bietet Workshops an. Das Ziel ist es, Jugendliche für Tanz und Ballett zu begeistern. 60 Jahre. Die Göllerhütte der St. Pöltener Naturfreunde feiert das 60-jährige Jubiläum. Anlässlich der Feierlichkeiten findet am 11. September eine Bergmesse und ein Almfest statt. Am 9. September 1951 wurde die Hütte der Bestimmung übergeben. Abgeschlossen. Die Vorbereitungen für die neue Saison sind für den Nachwuchs des USC Markersdorf abgeschlossen. Die Raiffeisenbank Region St. Pölten ist ballbegeistert und unterstützt tatkräftig die U11 und U13 Mannschaften. Eröffnet. Die Bewässerungsanlage in Angern an der March wurde eröffnet. Die Gesamtkosten des Projektes betragen mehr als 1 Million Euro. Ziel ist es, durch die Beregnungsanlage eine Ertragssicherung während Trockenzeiten zu gewährleisten. Die Bewässerungsfläche beträgt 291 Hektar. Und nun geht es bei uns weiter im Programm. Das Antiquitätenzentrum in Kreisbach ist Drehort für einen neuen Sisi-Film. Produzent Kurt Mündl dreht einen 3D-Kinofilm. Gereizt haben ihn hier die vielen alten Requisiten, die bei Josef Renz haufenweise vorhanden sind. Er hat mir dann sein Anwesen hier gezeigt und ich war so völlig hin und weg, habe nicht gewusst, dass sowas Tolles in Niederösterreich existiert. Ich habe es wirklich nicht gewusst und war dann völlig erstaunt über diese unglaubliche Vielfalt, die er hat. Sisi wird bei Mündl anschließend digital aufbereitet. Und ein wenig Schlossatmosphäre hat es bei der Eröffnung der Herbstausstellung wirklich. Das Antiquitätenzentrum von Josef Renz in Kreisbach bei Wilhelmsburg zeigt mit dem Nachlass von Fritz Küffer ganz besondere Stücke. Wir haben einen Zyklus von 7 verschiedenen Ausstellungen. Das ist sicher absolut der Höhepunkt. Das sind 120 Exponate. Das sind die schönsten Stücke aus der Sammlung Küffer und die privaten, persönlichen Gegenstände und Sachen, die nie gezeigt wurden und die er selbst gehütet hat wie ein Nagelapfel. Historiker Professor Siegfried Nasko hat anlässlich des 100. Geburtstages von Maler Fritz Küffer gemeinsam mit Thomas Pulle ein Buch verfasst. Die Buchpräsentation findet am 29. September im Antiquitätenzentrum Renz statt. An den Wochenenden bis 25. September kann man jeweils von Donnerstag bis Sonntag den Küffer-Nachlass und die Sonderausstellung besichtigen. Zu sehen sind nie gezeigte Werke und persönliche Gegenstände sowie Schriftstücke aus dem Nachlass von Fritz Küffer. Volle Emotion zum Bestpreis. Bei Mazda Meier in St. Pölten werden von 8. bis 17. September die Emotion Days ausgerufen. Dabei haben die Kunden die Qual der Wahl zwischen unzähligen Mazda-Modellen. Vom Mazda 2 bis zum Mazda 6 stehen sämtliche Fahrzeuge zur Verfügung. Beim Kauf eines Mazdas gibt es in diesem Zeitraum ein modernes Tablet von Samsung zum Nulltarif dazu. Das Samsung Galaxy Tab gibt es gratis. Was bieten die Emotion Days noch? Natürlich alle Fahrzeuge zum Probefahren bei uns, sehr viele Sondermodelle mit Zusatzausstattungen, die für den Kunden kostenlos sind. Es gibt eine Wechselprämie für das alte Auto um bis zu 2000 Euro mehr und spezielle Leasingaktionen. Bei den Emotion Days von 8. bis 17. September bietet Mazda Meier in St. Pölten noch besondere Versicherungsaktionen an. So ist etwa die Fahrzeugzulassung in diesem Zeitraum kostenlos. Wer will, kann alle Mazda-Modelle probefahren oder sich über den neuen Mazda 3 informieren, der ab Oktober bei Mazda Meier in St. Pölten erhältlich ist.
Steinprinz in der St. Pöltener Wiener Straße ist der Profi, wenn es um einen neuen Anstrich geht. Fachkundige Beratung wird bei Altec Austria Steinprinz großgeschrieben. Gerade jetzt beim Wegräumen der Terrassenmöbel zeigen sich oft farbliche Veränderungen am Holz. Das Anstrichsystem von Herr Bohl eignet sich perfekt, um alte, verwitterte oder dunkle Hölzer wieder in einen tadellosen Zustand zu bringen. Ja, beim Anstreichen muss man auf jeden Fall aufpassen, dass man den Systemaufbau richtig anwendet. Das ist eben wichtig, dass man im Vorhinein gut grundiert und dann eben die Trocknungsphasen einhaltet und dann mit dem nächsten Anstrich weiterzuarbeiten. Alle Farben sind erhältlich. Oft sind Hölzer im Freien, wie etwa Terrassendielen, stark veralgt. Das merkt man am gründlichen Bewuchs. Mit Fakolit bietet Altec Austria Steinprinz ein ideales Produkt, um Algenbelag rasch zu beseitigen und Holz vor Algenbelag langfristig zu schützen. Erhältlich bei Steinprinz, einem Mitglied der Farbunion. Die Reitanlage in St. Pölten-Harz steht vom 16. bis 18. September wieder im Mittelpunkt zahlreicher Finalspringen. Der Pferdesport boomt nicht nur in St. Pölten. Österreichweit erfreuen sich derartige Sportveranstaltungen großer Beliebtheit, was die steigenden Teilnehmerzahlen belegen. Bei gut organisierten Turnieren ist man auch bereit, eine weite Anreise in Kauf zu nehmen. Ja, kommen dann Sie aus ganz Niederösterreich, aus den angrenzenden Bundesländern, auch deutsche Gäste haben wir heuer zum ersten Mal mit dabei. Für die Cup sind also Nachwuchsreiter im Vordergrund. Das ist so ein bisschen ein Steckenpferd von mir, weil ich also diese Nachwuchsarbeit sehr forciere und dadurch auch diese Cup sehr gerne hier austrage. Mit Unterstützung von Sponsoren werden in den einzelnen Bewerben auch namhafte Geld- oder Sachpreise ausgeschüttet. Vor allem im Nachwuchsbereich hat man hier einiges auf den Weg gebracht. Der große Springplatz hat vor kurzem einen neuen Belag erhalten und ist für das Turnier bestens gerüstet. Auch das Hindernismaterial sowie die Schwierigkeiten der Parcours werden den Finalspringen angepasst. Ja, man passt sich natürlich immer wieder auch so ein bisschen an dem Publikum an. Und das Hindernismaterial ist also gerade hier bei mir ein relativ schwieriges Hindernismaterial. Wir haben sehr schmale Hindernisse, auch etwas seltene Hindernisse, die natürlich dann zu schwierigen Parcours führen. Und im Vergleich zu international ist es natürlich auch, dass wir die Grundausbildung in Österreich anheben müssen. Was natürlich durch Kurse und regelmäßiges Training erreicht werden kann. Der Amateurspringsport ist im Vergleich zu früher vom Pferdematerial wie auch von der Ausrüstung her nicht mehr zu vergleichen. Nur wenn Pferd und Reiter miteinander kommunizieren, gibt es Erfolge. Die Pferde sind sensibler und feiner geworden. Ein Sieg ist heute nicht mehr durch Zufall erreichbar. Regelmäßiges Arbeiten mit den Pferden, Disziplin, die richtige Selbsteinschätzung und Erfahrung machen einen guten Reiter aus. Der Weg zum Sieg wird einem also nicht geschenkt. Ab 16. September werden also die Siege ermittelt. Der Eintritt ist frei. Rock ist Männersache, zumindest bis auf wenige Ausnahmen. Und zu so einer Ausnahme gehört die Band Rockette. Bei mir im Studio darf ich heute die Mel von dieser Band begrüßen. Hallihallo. Hallo. Wie schwierig ist es eigentlich für eine Frau, sich in so einer Männerdomäne durchzusetzen? Eigentlich nicht so schwierig, finde ich. Also ich bin eigentlich immer sehr gut überall willkommen gewesen von Anfang an. Eigentlich ist es, glaube ich, sogar ein Vorteil die meiste Zeit. Das ist ja cool. Euer erstes Video heißt Our Fists Against the Dirty Biz und genau da schauen wir jetzt rein. Yeah.
fists against the dirty biz. Ist das eine Kampfansage gegen das harte Rock-Business? Nein, eigentlich ein Weckruf, würde ich sagen. Schon gar nicht gegen das Music-Biz, natürlich nicht. Ein Weckruf sein für die Menschen, die möglicherweise sich mit gewissen Thematiken beschäftigen oder die sich Gedanken machen über was auch immer, ja, ob das Politik ist oder Umwelt oder es gibt so viele Sachen, ja, und oft denkt man sich, ja, wenn das und das anders wäre, dann wäre die Welt besser oder was auch immer, so ist es mir auch gegangen und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, warum versucht man nicht einfach was zu ändern, und das soll in diesem Song halt rüberkommen und vielleicht die Menschen ein bisschen inspirieren. Inspirieren soll die Musik an sich immer und deswegen schauen wir jetzt ein bisschen Live-Material hinein. Rocket schaffte 2009 ja auch den Sprung hinüber über den Atlantik in den Südwesten der USA. Dort sind sie herumgetourt, aber sag mal, wie ist es dann überhaupt dazu gekommen? Ja, also wir wollten immer schon raus aus Österreich, Konzerte spielen, wo wir vorher noch nicht waren. Und ja, vor allem Amerika war immer schon ein großer Traum von uns. Und ja, die Inspiration kommt ja größtenteils aus Amerika. Und im Endeffekt haben wir irgendwann gesagt, worauf warten wir eigentlich, warum fahren wir nicht einfach hin und spielen Konzerte? Und ja, eigentlich hat das dann nach circa einem Monat auch relativ gut geklappt und 4 Konzerte waren fixiert und daraufhin sind wir nach Amerika gefahren und haben dort gespielt. Sehr cool. Und bevor es jetzt gleich zu Ende geht, haben wir noch eine CD, die einen neuen Besitzer sucht. Ja, also wir haben mehrere CDs sogar zum Verlosen. Also schaut so aus, das ist das Endprodukt, das rausgekommen ist nach unserer Amerika-Tour. Und wir hoffen, dass vielleicht der eine oder andere bald stolzer Besitzer davon ist und Einblick bekommt. Na, da muss man sich jetzt nur noch melden. Vielen Dank, dass du heute hier bei mir warst. Und euch zu Hause, tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei Music Corner. Faszination Modellrennbahn, das Highlight für jede Privat- oder Firmenveranstaltung. Ihre Gäste werden begeistert sein. www.rennbahnverleih.at. Ab sofort gilt Kombi ohne Aufpreis. Beachten Sie auch unser preiswertes Jungwagensortiment. Ihr Autohaus Tapeiner in Losdorf. Rezept für den perfekten Kaffee, eine hauseigene Bohnenmischung, sorgfältige Röstung und Zubereitung, dazu ein liebevolles Service. Kaffee Pusch, das Juwel in der St. Pöltener City. Semesterstart in der Volkshochschule St. Pölten am 19. September. Kursanmeldungen sind noch möglich. Hotel Gasthof Seeland in Weizendorf, ein St. Pöltener Familienbetrieb. Der perfekte Partner für Ihre Veranstaltung. Traditionell, bodenständig und modern. Herbst-Winter-Kollektion im Wollwaugerl eingetroffen. Tolle Farben, herrliche Qualitäten. Der Herbst ist nicht nur die Zeit der fallenden Blätter und der Ernte, sondern auch Wanderzeit. Das Wachseneckhaus in den Gutensteiner Alpen, ein Naturfreundehaus, bietet sich perfekt für eine Wandertour an. Sowohl für den geübten wie auch den weniger geübten Wanderer ist das Wachseneckhaus ein ideales Tagesziel. Das Haus liegt auf 785 Meter Seehöhe, wurde 1919 von den Naturfreunde-Ortsgruppen Berndorf und Pottenstein erbaut und wird ganzjährig bewirtschaftet. Ich bin Berndorfer und gehe meistens von Berndorf rauf, 2,5 Stunden aufs Wachseneck, auf Pottenstein ist es mindestens so schön, oder von Herüberntal, von Feichtenbach rauf oder von Bernitz kann man auch wunderbar auf das Wachseneck gehen.
Nach 1945 erfolgte der Ausbau zu einem Schutzhaus. 6 gut ausgebaute Wanderwege führen zum Naturfreundehaus, das übrigens seit kurzem einen neuen Pächter hat. Auch den kleinen Besuchern bietet das Wachseneckhaus so einiges. Ein Kinderspielplatz macht jeden Ausflug zum idealen Familienerlebnis. Das ganzjährig geöffnete Haus hat Mittwoch und Donnerstag Ruhetag. Es kommen sehr viele Gäste da. Überhaupt zum Wochenende, weil es ja ganz einfach mit dem Auto zum Erreichen ist, die Hütte, oder sehr viele Wanderwege heraufgehen. Der kürzeste Weg ist eben vom Halssattel unten, wo man bequem das Auto parken kann und in einer halben Stunde bequem den Weg zur Hütte heraufgehen kann. 14 Zimmer sowie 10 Matratzenlager laden zum Nächtigen bei längeren Wandertouren ein. Das Naturfreundehaus verfügt über eine große Stube, in der Gemütlichkeit großgeschrieben wird, und einen großzügigen Gastgarten. Die bodenständige Küche lässt keine Wünsche offen. Die Finanzierung der Hütte ist eine besondere Herausforderung. Laufende Verbesserungen und die Instandhaltung der Bausubstanz kosten Geld, das die Ortsgruppe aufbringen muss. Wir haben oben einen Handysender, wo wir regelmäßig alle Monate Geld bekommen dafür. Und die Miete natürlich von unserem Pächter. So finanziert sie das und es wird eben gespart und dann wird wieder investiert mit dem Geld. Zusätzlich benötigt man für den Ausbau und die Instandhaltung natürlich auch viele freiwillige, helfende Hände. Die naturfreunde Ortsgruppe Bottenstein-Berndorf mit ihren rund 260 Mitgliedern hilft dabei kräftig mit. Besonders der schöne Ausblick belohnt den erschöpften Wanderer für den Aufstieg. Bei schönem Wetter, was mir heute leider ein bisschen neblig ist, ist der Schneeberg von da ja eine wunderbare Sache. Man hat einen Ausblick, kann man sich gar nicht vorstellen, dass man da den höchsten Berg Niederösterreichs so schön sehen kann. Wandern ist aber nicht nur im Herbst ein Erlebnis. In allen 4 Jahreszeiten bietet die Natur ein interessantes Schauspiel und gesund ist so eine Bergtour noch obendrein.